GM W3-Freunde, Marvin hier vom W3-Talk. Mit dabei heute Vikčík 030, ihr kennt sie, ihr liebt sie. Aber nicht nur Vikčík, sondern auch Sascha Kellert, Gründer und CEO von Ownco. Und gemeinsam mit Sascha haben wir besprochen, wie Firmen Tokenisierung nutzen können, um Partizipation in Projekten zu incentivieren und wirklich auch die Zukunft der Arbeit neu zu schreiben, neu zu denken. Und was wir da gemacht haben, wir haben von Brasiliens Krypto-Status gesprochen, wie da bei Fischern zum Teil Blockchain schon implementiert wird. Dann aber auch konkrete Beispiele durchgespielt, wie auch Tokenisierung Anwendungsfälle findet heute. Wie kann man also zum Beispiel Firmenanteile auch in Tokens verwandeln? Wie macht das Ownco? Wie funktioniert die Plattform? Ich habe unglaublich viel gelernt. Ihr wisst vielleicht noch aus der Folge mit Timo Springer damals zum Thema Service DAO, die sehr gut ankam, wie eben auch dezentrales Arbeiten funktionieren kann. Ownco scheint das möglich zu machen und Sascha war absoluter Experte dazu, uns das eben auch näher zu bringen. Darum wärmste Empfehlung, guckt euch an, hört euch an, gebt uns Feedback und see you on the other side. Ach, dein Hintergrund ist schöner als der von uns zusammen. Also ich glaube, es ist fast schon egal, wie du es machst. Man sieht, dass du in den Tropischen bist, dass es warm ist und wir uns hier eine abfrieren im kalten, dunklen Berlin. Ja, ist es so schlimm bei euch, oder was? Nee, ja doch, ist schon krass. Also ich bin von unserem Coworking Space gerade 10 Minuten nach Hause gefahren mit dem Scooter. Ich bin gestorben. Das ist so geil. Kalt und vor allem gestern und heute gar keine Sonne. Also null Sonnenstrahlen. Ich wollte gerade sagen, also erstmal den Background in der Küche von Vicky und dann sehen wir den tropischen Background bei dir, Sascha. Und jetzt sagst du mir, ob du surfen warst. Das, ja. Das Web3-Gründer-Live? Ist das, was uns erwartet, wenn wir Web3 gründen? Ja, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Also ihr habt auf jeden Fall, wenn ihr wegzieht aus der Stadt, habt ihr auf jeden Fall mehr Vorteile. Ja. Das beste Entscheidung. Lassen Sie es dabei stehen. Ja. Wo bist du nochmal? Paraty. Das ist bei Sao Paulo. Brasilien. Ach, du bist in Brasilien. Ach, krass. Ja, ich habe versucht, nach Kanada zu ziehen, dann die Staaten, dann Costa Rica, aber das hat alles nicht funktioniert, weil die Zeitverschiebung so riesig ist. Selbst New York ist 6 Stunden. Und hier nach Brasilien sind es 4 Stunden Zeitunterschied. Also echt easy. Oh, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das liegt. Wusste ich auch nicht. Ja. In Brasilien ist 4 Stunden. Nur viel, okay. Das ist ja South Africa Level, das ist ja top. Müssen wir auch auf die Liste packen für Nomad Lifestyle. Ja, ich sage euch, gerade kennt es auch noch keiner. Hier gibt es ein Salinas Coworking Space, aber in Costa Rica, das ist ja im Endeffekt schon like the United States. Die Preise, die Leute und so weiter, da bist du ja gar nicht mehr in Costa Rica, sondern eigentlich nur in einem separaten Staat der Amis. Und Brasilien ist noch ziemlich untouched sozusagen. Geil, noch ein Rohdiamant, den du jetzt gerade zu schleifen beginnst. Ja. Wie ist Brasilien, was Krypto angeht? Ist es etabliert da? Kann man da mit Bitcoin bezahlen? Wie schätzt du schon so brasilianischen Markt ein? Ich glaube, die Anwendungsbeispiele, die ich bis jetzt gesehen habe, die sind auf jeden Fall viel nutzerzentrierter und irgendwie bürgerzentrierter als all das, was man so klassisch kennt. Gibt hier Beispiele, da gibt es so eine Favela-Coin. Da wird quasi der, auf Deutsch ist ganz schwierig, aber die Coin wird gemintet durch Bürger in den Favelas, die quasi Müll aufheben und sammeln, weil der Mülltruck kann quasi nicht in das Favela reinfahren, weil die Straßen zu eng sind. So. Und jetzt hat die öffentliche Regierung gesagt, okay, ihr kriegt alle Bustickets bezahlt, wenn ihr den Müll aufsammelt. Und wenn ihr den Müll aufsammelt, kriegt ihr Coins und die könnt ihr eben umwandeln in Public Transport. Und was dann passiert ist, ist nicht nur das Favela war sauber, sondern die Community hat dann auch Geld verdienen können und hat durch den kostenlosen Transport eben zur Arbeit fahren können. Ja, also es hatte nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch ökologische Vorteile. Also das ist ein richtig gutes Beispiel. Ist das Blockchain-based? Also sprich, kann man diesen Coin dann auch traden oder? Ist das auch bewusst so gemacht worden? Nee, traden kannst du den, glaube ich, nicht. Das ist tatsächlich nur so verwendet, dass es eine local exchange-traded currency ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das auf Blockchain ist. Aber auch das, trotzdem geile Idee. Weitere Use-Cases in Brasilien? Naja, ja, gibt ein paar. Also die haben hier so eine Education-Plattform, die heißt KNN, weil das Schulsystem ist hier
ich sag mal, da ist noch Optimierungsbedarf. Und Englisch ist eine wichtige Sprache und die wird hier nicht wirklich gut beigebracht. Und KNN ist eine Privatbesitz eine Plattform, Franchise-Modell, der bringt quasi die Bücher raus und dann kannst du quasi deine Language School aufmachen und unter seiner Marke. Und der hat so eine Coin rausgebracht, wo die Studenten, wenn die Hausaufgaben machen, können die Coins verdienen und die kannst du dann umwandeln in einen Store in der Schule gegen Lernmaterialien, Stifte, Papier und so weiter. Und da fahren die Kinder voll drauf ab. Also auch wieder so eine interne Currency. Ja. Hast du noch einen? Ja, also von daher, Brasilien ist spannend. noch ein News Case, wow. Ich glaube, die, das war, glaube ich, nicht Brasilien, sondern Mexiko. Die haben hier, das wollen die, glaube ich, hier auch einführen, wo du als Fischer quasi dein Catch, also dein Fang vom Tag, kannst du registrieren in der App. Das ist aber wirklich auf Blockchain dann auch. Also immutable. Und die Daten kannst du als Kollektiv, also als Kooperative, kannst du die verkaufen an NGOs, an Non-Profits, an die lokale Regierung oder Umweltorganisationen. Das heißt, der Fischer kann quasi, wenn er rausfährt, seinen Fisch verkaufen und eben auch die Daten. Ja. Und das als kooperatives Modell. Was sind das für Daten? Also sorry, dass ich da jetzt auch noch zu tief einsteige, aber ich finde das voll interessant. Genau profitieren jetzt NGOs beispielsweise von Fischerdaten? Also wo er welchen Fisch gefangen hat oder was ist da? Genau, also wo wird übergefischt, wo wird untergefischt, welche Spezien sind irgendwie am Absterben, welche sind irgendwie am Überpopulieren. Das kriegst du ja alles durch die Daten mit. Was wird wann gefangen, wann gibt's fangen die bestimmte Spezies weniger oder mehr? Also Sachen, die sie selber, das NGO müsste ja ein Boot mieten, müsste jemand hierher schicken, die müssen rausfahren, dann müssen sie sowieso mit den Fischern reden, also warum nicht anders incentivieren, ja. Und das meine ich eben, das ist das Spannende an Brasilien, das sind ja 200 Millionen Leute, das ist eine der größten Demokratien der Welt, und die sind technisch eigentlich relativ fortgeschritten, aber vor allem was Bezahlmethoden angeht. Pix gibt's hier, das ist ein elektronisches Bezahlsystem, das funktioniert einwandfrei, du brauchst kein PayPal, du brauchst gar nichts hier. Wenn du hier mit dem Boot rumfährst oder irgendwo lokal was kaufst, du zahlst mit Pix, heißt das. Das ist ein digitales Bezahlsystem. Also das ist Mainstream. Jeder hat eine Pix-Nummer. Du brauchst kein Bargeld. Ja, egal wo, im Urwald, alle haben Pix. Geil. Oftmals findet Innovation da statt, wo man es am wenigsten erwartet. Gell? Irgendwie auch aus Zwang heraus wahrscheinlich. Die brauchen bessere Lösungen, wo wir hier vielleicht in Deutschland noch ein bisschen weniger Urgency haben, um da auch diese Dinge voranzutreiben zum Teil. Mega spannend. Ja. Und an alle, die zuhören, ihr habt gesehen, Vicky und ich haben ja auch einen Gast mit dabei heute, sind direkt schon ans Eingemachte rangegangen, über Use Cases gesprochen. Ihr hört auch schon heraus, der nette Herr hier am Call hat auch Ahnung, was Blockchain, Krypto und Web3 angeht. Und zwar haben wir uns Sascha Kellert dazu geholt, Gründer von Ownco. Und Profi, was Tokenisierung angeht und gerade auch vorantreibt, eben Firmen im Web3-Ökosystem zu enablen und dabei zu unterstützen, dass sie eben auch Kundenerfahrungen, interne Erfahrungen, die ganze Firmenstruktur eben auch über die Tokenisierung umsetzen und vorantreiben. Und darum freue ich mich sehr, Sascha, dass du heute am Start bist und wirklich auch eigennützig für Vicky und mich ein paar Lücken schließen, um eben auch zu lernen, wie funktioniert das alles? Was hast du für eine Sicht auf den Markt und auf die Entwicklung? Und ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen, W3 Talk Folge 63. Wow. Und wir starten immer gerne, eigentlich ist das Eis schon gebrochen, eigentlich brauchen wir gar keinen Icebreaker mehr. Ich frage dich trotzdem, Sascha, und zwar, jetzt stell dir vor, hier eine brasilianische Großmutter trifft dich im Fahrstuhl und fragt so, was machst du eigentlich so im Leben, was ist deine Berufung und wie würdest du erklären, woran du gerade arbeitest? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich finde, das sollte jeder VC einfach am Anfang fragen. Wie erklärst du einer brasilianischen Großmutter, was du machst, ohne die Begriffe Blockchain und Token zu verwenden? Also die Vision, die uns antreibt, ist, die wirtschaftliche Ungleichheit zu reduzieren. Und das machen wir, indem wir Menschen die Möglichkeit geben, mit ihrer Arbeit Anteile und Besitz zu verdienen an den Firmen, an denen sie mitwirken. Ganz einfach gesagt. Also statt nur Gehalt zu kriegen, kriegst du eben auch Anteile und Kontrolle. Krass, das ist eine solide, kurze Antwort gewesen für etwas, was eigentlich so komplex ist. Und ich muss nämlich fairerweise sagen, ich saß heute Morgen schon in einem Ownco-Call, wo es auch um das Launch-Projekt vom W3-Fund ging. Und da dachte ich mir schon so, das ist so geil, was ihr da macht.
aber es hört sich trotzdem so kompliziert an, beziehungsweise komplex in einer Legal-Struktur. Zumindest, wenn man sich darüber Gedanken macht, warum gab es, ich sag mal, die Tokenisierung von Anteilen in dieser Art und Weise vorher noch nicht. Und dementsprechend freue ich mich mega. Ich habe 1000 Fragen gefühlt, die ich dir auch im Laufe des Podcasts stellen möchte. Genau, wird da erstmal Marvin übergeben, der die Show natürlich besser moderieren kann als ich. Das würde ich jetzt so nicht unterstreichen, aber ich denke, das Duo macht's. Ja, also Sascha, du hast gesagt, so Beteiligung und Anteil haben am Erfolg, an der Entwicklung einer Firma. Das ist ja schon sehr eine konkrete Vision, ein konkreter Plan, was du auch umsetzen möchtest. Ich nehme an, das kam dir auch nicht einfach so im Schlaf, wo du gedacht hast, ja, weißt du was, ich mache jetzt Tokenization, das ist jetzt die Vision, sondern da gibt's wahrscheinlich auch eine Geschichte dahinter. Könntest du uns mal abholen, so ein bisschen, wie es wirklich zur Idee kam und schlussendlich auch zur Entstehung von Onco? Ja, klar, gerne. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein und so viele Fragen wie möglich beantworten zu dürfen. Also das ist tatsächlich ein Thema, was mich seit eh und je umtreibt, wie das wirtschaftliche System funktioniert. Und also das Produkt, was wir jetzt gerade an den Markt bringen, das haben wir natürlich mit gängigen Methoden entwickelt. Also Customer Development, mit Kunden sprechen, gucken, was brauchen die und was kann man da entwickeln. Aber die Vision hinter dem Unternehmen, an der arbeite ich schon seit sehr viel längerer Zeit. Und das wissen, glaube ich, Leute nicht, hilfreich, das dazu zu sagen. Ich komme ja aus Ostdeutschland und bin aufgewachsen in einem System, was quasi komplett verändert wurde wirtschaftlich. Ja, und habe das eben miterlebt, wie das meinen Eltern gegangen ist. Die sind beide Lehrer. Und was eben passiert, wenn sich die Besitzstruktur komplett ändert. Ja, und hatte dann Glück, mit 16 auszuziehen, bin nach England, habe da in London studieren können, Systemtheorie. Und das ist ja auch nochmal eine komplett andere Art und Weise, auf die Welt zu schauen. Ja, also nicht reduktionistisch, klassisch BWL, sondern eben holistisch und ganzheitlich. Also nicht nur aus Perspektive der BWL auf Besitz zu gucken, sondern eben auch aus soziologischer Perspektive zum Beispiel. Ja. Und habe da 2009 meine Bachelor-These geschrieben zu Geschäftsmodelldesign, Business Model Design. Ja. Und zwar mit dem Ansatz der Biomimicry. Also wie kopiere ich Sachen, die in der Natur funktionieren und wende die auf Firmen an. Ja. Und das war noch bevor Osterwall das Geschäftsmodell populär war, ja, bevor es Customer Development gab und so weiter. Also ich denke wirklich schon seit 10-12 Jahren über dieses Thema nach und habe eben versucht, einen Weg zu finden, wie ich mich quasi da einbringen kann, die wirtschaftliche Ungleichheit zu reduzieren. Und wie ging es weiter? Dann hast du Geschäftsmodelle analysiert und dann irgendwie festgestellt, es gibt so einen Status quo. Was hast du aus der Natur dann auch mitgenommen und inwiefern siehst du das dann jetzt auch bei Onco? Das Leben ein Struggle, das habe ich mitgenommen so die letzten 10 Jahre. Ich habe zwei VC-finanzierte Unternehmen aufgebaut. Das erste war ein Softwareunternehmen, das war direkt aus der Uni. Und ich hatte vom Tuten und Blasen keine Ahnung, wie man im Deutschen so sagt. Ja. War obendrein noch arrogant, was keine gute Kombo ist. Ja. Und haben eben versucht, ein Produkt an den Markt zu bringen, was auch sehr schwierig war, an den Markt zu bringen. Das war wann war das? 2011 oder so? Hat sich ja gerade alles Richtung Cloud bewegt, Richtung Mobile. Das war ein Riesenshift. Und wir dachten, hey, das Drucken, also wirklich das Drucken auf Papier, muss ja auch irgendwie in die Cloud gehen und aufs Mobiltelefon. Und haben quasi eine Lösung entwickelt, mit der du im Coworking-Space und im mobilen Settings vom Handy ohne Treiber drucken kannst. Ja. Das war meine erste Firma direkt aus der Uni raus. Ich hatte nie wirklich einen ordentlichen Job. Ich ein paar Mal im Konzern gearbeitet, aber nur als Praktikant. Und genau, da viel gelernt, also was es heißt, Geld einzusammeln, wie man Firmen baut, wie man Produkte entwickelt. Und dann die zweite Firma war ein Handwerkermarktplatz in Deutschland, auch VC finanziert, mit dem wir quasi versucht haben, großen Brands und Marktplätzen und Plattformen wie Amazon zum Beispiel zu helfen, Produkte einfacher zu verkaufen, indem sie quasi installiert werden. Ja, also Amazon kam quasi zu uns und hat gesagt, hey, wir haben hier eine große Produktpalette, unsere Kunden wissen nicht mehr, wie man eine Glühbirne an die Decke anbringt. Ich zum Beispiel struggle da auch mit. Und deswegen brauchen wir so einen Installationsservice. Könnt ihr das nicht machen? Und was wir in Deutschland als einer der ersten damals gemacht haben, ist quasi so eine White Glove Installation Services anzubieten. Also die Glühbirne wird quasi, oder die Lampe, sagen wir jetzt mal die Glühbirne nicht, die Lampe wird geliefert an den Handwerker. Der Handwerker liefert das auf der letzten Meile und installiert das gleich mit. Ja. Und das haben wir eben für alles Mögliche gemacht, vom Mähroboter bis zum Router. Und
da haben wir relativ schnell gemerkt, okay, dieses Marktplatzmodell ist super, aber vielleicht nicht unbedingt im Dachmarkt, wo sozial und kulturell die Leute noch ein bisschen anders nachdenken über Marktplätze und Plattformen. Und die Handwerker wollten nicht unbedingt mit einem Unternehmen wie Amazon arbeiten. Ja. Und zumal, ja, das war ein Riesenproblem. Also im BWL-Speak, Supply Constrained Market. Ja, also hast nicht genug Handwerker auf die Plattform bekommen, weil die ja sowieso, die Bücher sind voll. Ja, die verdienen ja wirklich gutes Geld und bringen auch eine gute Leistung. So, und bei einem Einstiegspunkt von irgendwie 20 Euro die Stunde für Möbel aufbauen, ist es eben schwer, dann eine ordentliche Lösung hinzustellen und ein Geschäftsmodell zu finden. Und was wir 2017 dann da entwickelt hatten, ist eben so den ersten Entwurf von einer progressiven Dezentralisierungslösung sozusagen. Ja? Also wir wollten quasi die Plattform in den Besitz der Handwerker bringen und das mit Tokens umsetzen. Das war so um den ICO-Hype rum. Ich weiß nicht, da erinnert sich. Ja, also das ist jetzt quasi schon so der Switch zu, genau. Die Grundidee war schon im Web 2 da und dann wurde wahrscheinlich irgendwie die Tokenisierung von Assets oder generell nochmal die Blockchain ein Stück weit interessanter und da bündeln wir jetzt unser Konzept dran. Genau. Genau so hat sich das entwickelt, ja. Und dann haben wir gesehen, das ist ganz spannend, Blockchain könnte tatsächlich nützlich sein. Da gab es aber noch keine großen, also Aragon kam, glaube ich, gerade erst raus. Backfeed haben wir uns auch angeschaut, Sensorica, Open Value Networks und es waren alles noch extrem technische Lösungen, ja. Und was wir machen wollten, ist quasi für Brands wie, keine Ahnung, Vodafone einen Token rausbringen, den können sie kaufen. Ein Teil des Geldes wird dann in den Pot gepackt für die Handwerker und die Handwerker können dann quasi sagen, wir brauchen jetzt Ausbildungsleistungen für junge Leute, ja, weil Fachkräftemangel war auch ein Riesenthema. So, und das wollten wir eben umsetzen als Handwerker, als Plattform im Handwerkerbesitz. Und haben wir dann nicht umsetzen können mit der Struktur. Aber da sind so die ersten Ideen entstanden für Onco, ja. Und auch die ersten Lessons. Ja. Du erinnerst dich noch an die ICO-Kreis. Oh ja, erste Touchpoints mit Bitcoin, auch das erste Mal eingekauft. Und das war eine wilde Zeit. Ja, wow. Das heißt, war das für dich auch der Einstieg ins Thema Web3, das erste Mal so mit Blockchain in Berührung getreten? Ja, ich glaube, ordentlich, würde ich sagen. Ja, also DAOs kannte ich tatsächlich schon aus der Organisationslehre. Das ist ja so mein Steckenpferd, das Organisationsdesign. Ich habe meine These, wie gesagt, zum viablen Systemmodell geschrieben, was jetzt in DAOs auch immer spannender wird und mehr Anklang findet. Da können wir dann anders mal drüber reden. Aber von daher kannte ich das Idee der DAO schon, habe mir aber dann diese Tech-Firmen angeschaut und dachte, das ist als Akademiker, aus akademischer Perspektive, das ist keine DAO. Ihr wollt einfach Geld machen. Also der Token ist einfach nur zum Geld machen da, ja. Da ist nichts dezentral, da ist nichts mit irgendwie moralisch oder ethischen quasi anderen Mitarbeitern für uns zu tun. Und habe das nicht verstanden und dann verworfen wieder, weißt du? Was ich, und dann erst später wieder aufgegriffen. Ja. Aber jetzt Vodafone-Token klingt gerade auch zur damaligen Zeit nach einer ziemlich wilden Idee. Gibt es irgendwie eine Anekdote oder eine Erinnerung, also dass du auch mal gepitcht hast an die Big Corporates, jetzt auch wirklich Tokens einzuführen? Gab es da irgendeine lustige Experience? Also wir waren bei den ganzen großen Energieverbänden, und das lief mitunter nicht ganz so gut. Wo war das? Ich glaube, irgendwo im Ruhrpott und ich bin kein Fußballfan und der Termin, er hat irgendeinen Fußballbegriff genannt am Anfang des Meetings und ich wusste nicht, was das ist, weißt du? Und da war ich sofort unten durch, das der Rest des Meetings dann einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Hätte ich jemand anders mitnehmen sollen. Aber nee, wir haben das nicht weiter vorangetrieben, auch weil intern, das ist eben eins der Learnings, was wir jetzt haben einfließen lassen, ist, du musst auch deine eigene Gesellschaft erstmal abholen. Wenn du schon eine Firma gegründet hast, die im Zentralbesitz ist von VCs und Gründern und vielleicht ein paar Senioren-Mitarbeitern, das ist natürlich eine große Veränderung, die du dabei führen musst und damit strugglen auch die meisten Kunden bei uns momentan, ja, also wenn du nicht komplett neu gründest, wie kriegst du das hin, ja, Leute zu überzeugen, Anteil zu teilen und das ist eine Sache, die wir da gelernt haben, ja, wie man das Mindset ändert und Momentum da reinbringt in den ganzen Prozess. Wie würdest du auch die Entwicklung des Mindsets auf dem Markt beschreiben? Ich meine, du warst 2017 dabei, der große ICO-Hype, dann war ja Krypto erstmal auch wieder weg vom Fenster, 2018, 19 bis so 20 war eigentlich wenig Momentum da, zumindest was den Kurs angeht. Ich habe das auch ein bisschen aus den Augen verloren und dann ging natürlich 2021, 2022 der NFT-Boom los und jetzt so gegen Ende letztes Jahr
war ja wieder so die das große Bluten, die Bären wieder an der Vorderhand, wo so alle sagen, ja, Web3 war eigentlich nur warme Luft. Du bist jetzt mittendrin und zeigst, dass es mehr als nur warme Luft ist und baust ja auch Lösungen. Wie hast du so ein bisschen die Entwicklung des Mindsets und der Offenheit sowohl von Startups wie auch vielleicht von den großen Corporates jetzt beobachtet, so von 2017 bis zu heute, Anfang 2023? Ja, das ist eine super Frage. Also ich glaube, wo 2017 ist so ein Startup-Jahr oder Web3-Jahr ja schon wirklich lange, lange her. Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr vergleichen. Was sich aber so in den letzten ein, zwei Jahren getan hat, war eben, also ich war extrem überrascht, als ich bei der Solana Breakpoint-Konferenz war, was da für ein Hype und aber auch für eine blasenartige Atmosphäre war. Also es war wirklich verrückt. Ich habe einen Tweet, da habe ich so die besten Zitate runtergeschrieben und es sind echt Dinger dabei, wo die, wie du sagst, wow, warum habe ich das nicht gemerkt, dass das einfach ein bisschen alles zu viel Schaum war. Und das ist, glaube ich, jetzt nach dieser, immer wenn wir so eine Hype-Phase haben und die einbricht, danach ist dann halt eine Bereinigung, die da stattfindet. Und das finde ich ganz gut, ja. Das sorgt aber natürlich, glaube ich, auch immer mehr zu Skepsis. Also wenn das noch zwei, dreimal passiert, ich weiß nicht, wie sehr der Mainstream da dann in Zukunft noch dran glaubt, dass da auch noch was Ordentliches bei rumkommt, ja. Also wenn wir jetzt irgendwie noch mal zwei, dreimal so einen Hype ohne Resultate haben, keine Ahnung. Aber würdest du, ist es dann dadurch schwieriger, jetzt vor allem für OwnCo-Leute, ich glaube, darüber sollten wir auch gleich nochmal kurz sprechen, also dass du uns mal ganz kurz einführst, was OwnCo ist, aber ich würde dann im Anschluss schon mal die Frage stellen, macht es das schwieriger jetzt gerade für dich oder für euch, tatsächlich Unternehmen zu finden, die, ich sag mal, den Sinn hinter der ganzen Vision auch erkennen können, oder ist dann tatsächlich eben, weil diese Blase jetzt geplatzt ist, beziehungsweise wir immer noch in der Phase sind, wo, ich sag mal, wir immer noch in einem Bärenmarkt sind, dass es schwieriger ist, Leute jetzt zu onboarden dadurch. Ja, ist auf jeden Fall schwierig oder immer noch schwierig. Ich meine, das Thema ist ja sowieso technisch arcane, wie man im Englischen sagt, also einfach unzugänglich, ja, diese ganzen Begriffe. Mhm. Und dann hast du eben ein Ökosystem, was ja auch sehr, sehr nach innen schaut und so ein bisschen elitär ist, ja, und Sachen baut, die vielleicht nicht immer am Kunden zentriert waren. Das hat sich jetzt letztes Jahr extrem geändert. Ihr habt das ja selber gesagt in der letzten Episode oder im Recap, wo man halt sieht, wie viele Brands sich jetzt da drauf auf wirklich nützliche Use Cases stützen. Aber wir sehen bei Investoren immer noch sehr viel Bedenken und bei Kunden vielleicht nicht unbedingt Bedenken, was Ownership Sharing angeht. Das ist, glaube ich, immer mehr Verlangen danach, ja, also von Gründern, von Mitarbeitern, Firmen anders aufzubauen und zu führen. Das ist unveränderlich da und das steigt, aber die Technologie, die da drunter liegt, die Blockchain-Technologie, die zu verwenden, da ist halt gerade echt viel Skepsis im Markt, muss man so sagen. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, ich habe ja auch gesehen, wer, ich sag mal, zu den 10 Launch-Partnern gehört, wir als W3Fund gehören ja auch dazu. Ist ja doch eine Bandbreite an verschiedenen Cases, die ihr damit aufzieht. Und ich kann mir vorstellen, klar, auf der einen Seite hast du eben die Bereitschaft, also auch wir als Fund denken, ja klar, natürlich müssen wir auch viel mehr Web3 denken und da dahingehend auch die Community incentivieren. Die Frage ist einfach nur, wie kommt das bei Leuten an, die jetzt beispielsweise gar nichts mit Web3 zu tun haben? Wie willst du da Shared Ownership überhaupt auf die Contributor-Seite bringen? Bevor du mir aber vielleicht diese Frage beantwortest, falls es die Zuhörenden vielleicht noch nicht raushören konnten, wie genau OwnCo funktioniert oder was OwnCo ist, würdest du uns dahingehend nochmal kurz den Sales-Pitch geben, was du eigentlich mit OwnCo erreichen möchtest, wie es funktioniert? Und vielleicht kann ich dann nochmal auf meine Frage zurückkommen, falls die dann in Vergessenheit geraten wurde. Ja, höchstwahrscheinlich. Wenn ich mich in der Vision verliere, dann müsst ihr mich kurz stoppen. Ja. Also was zwei Teile. Also die Vision hinter dem Unternehmen ist quasi, wirtschaftliche Ungleichheit zu reduzieren. Ja? Und wir glauben eben, dass das möglich ist, indem du den Grundbaustein unseres Systems veränderst. Und mit unserem System meine ich unser wirtschaftliches System. Ja, also alles, was wir um uns herum sehen, benutzen und mit interagieren, ist ja auf eine Sache zurückzuführen, das ist die Firma. Ob es die GmbH ist oder die Incorporated oder die Limited, ist ganz egal. Und dieser Grundbaustein, der führt immer wieder, andere Produkte, Dienstleistungen, führt aber immer wieder zum selben Endresultat. Das ist eben Zentralisierung von Reichtum und Gewalt in den Händen von ein paar Leuten. Ja, ob es jetzt ein KKR ist oder ein Procter & Gamble, ganz egal. Ja.
Und unsere These ist eben zu sagen, wenn du diesen Grundbaustein änderst, kannst du im Endeffekt die ganze Welt ändern. Ja? So, das ist so die erste These. Und die zweite ist, wie sollte dieser neue Grundbaustein aussehen? Der sollte im Endeffekt dafür sorgen, dass Unternehmen kleiner sind und nicht mehr zu diesen riesen Monolithen wachsen, ja? Die quasi schwer steuerbar sind und kontrollierbar und fast schon Staaten gleichen, ja, was das Wirtschaftsmacht angeht oder den Einfluss auf demokratische Systeme, sondern die sollten eben kleinere Systeme sein, die im Besitz von Mitwirkenden sind. Also nicht nur Mitarbeiter oder Freelancer, sondern wenn du dem Unternehmenswert steigerst, ja, dann solltest du dafür auch belohnt werden. Und zwar nicht nur mit Geld, sondern eben mit Kontrolle und Anteilen. Ja, also passiven Einkommen, aber auch Governance-Rechten, ja, also Führungssteuerungsrechten. So, und das soll dieser neue Baustein sein. Und das ist OwnCo's Vision. OwnCo, Own Company, ja. Im Besitz von allen. Und das soll jetzt kein kommunistischer Gedanke sein, es soll aber auch kein Leistungsgesellschaftsgedanke sein, sondern wir wollen wirklich eine neue Kategorie schaffen, ja, und da aus diesen etablierten Modellen rausbrechen. Und das ist zurückzuführen auf meinen theoretischen Hintergrund im Organisationsdesign, aber eben auch durch die gemeinsame Produktentwicklung mit den Kunden. Und was wir gerade gebaut haben, ist eben ein einfaches Tool, was du als Marktplatz oder Plattform verwenden kannst, um Besitz mit Mitwirkenden zu teilen. Ja? Also wirtschaftliche Upside kannst du ganz einfach tokenisen und dann sagst du klassisch, wie man es aus der Tech-Branche kennt, if this, then that. Ja? Und das heißt, wenn ein Nutzer einen neuen Nutzer zur Plattform bringt und der macht 50 Euro Umsatz, dann kriegst du 2 Tokens und die 2 Tokens sind über das OwnCo-Plattformmodell eben, keine Ahnung, 0,001% vom Exit-Proceed-Wert, ja, oder 0,2% vom Revenue-Share aus dem letzten Finanzjahr, so. Und das ist im Endeffekt die Vision und die Lösung, die wir dafür gebaut haben gerade. Ja, da gehen ja wahrscheinlich bei vielen Leuten, die gerade zuhören, vielleicht auch, und ich meine, wir leben in Deutschland, die Alarmglocken an, wie das denn mit, ja, wie es denn mit der Legal-Struktur aussieht, also ist es dann, seid ihr fernab von einem Security-Token, weil ihr ja eigentlich keine Gewinne versprecht per se, oder wie funktioniert das? Also wie können sich Leute das vorstellen, dass sie auch das Gefühl haben, okay, ich kann hier wirklich an dem, ich weiß auch nicht, ob Erfolg, Partizipation jetzt das richtige Wort ist, aber ich werde einfach incentiviert und habe Anteile an dem, was sich eben dieses Unternehmen oder dieses Ökosystem, wie es jetzt beispielsweise auch langfristig in unserem Fall ist, dass ich daran irgendwie teilhaben kann oder anders incentiviert wäre als sonst. Ja, also erstmal ist es keine Security, das gleich vorab. Und zwar haben wir das so entwickelt, dass du im Endeffekt im ersten Schritt ein etabliertes VSOP, also Virtual Stock Option, digitalisierst. Ja, und das nennen wir Token, weil es ein guter Begriff dafür ist. Das ist aber kein On-Chain-Token, der jetzt irgendwie immutable ist. Der außerhalb des Rechtssystems und Wirtschaftssystems agiert, ja, sondern das ist der erste pragmatische Schritt, den unsere Kunden wollen, deswegen haben wir den zusammen entwickelt, der es eben ermöglicht, jeder Mann und jeder Frau zu beteiligen am Unternehmenserfolg anhand von deren Handlungen, die eben pro Unternehmen sind, so. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kannst du dann quasi on-chain gehen und einen tatsächlichen Token minten, der eventuell in der Zukunft irgendwann mal tradable ist oder andere Use Cases irgendwie ermöglicht. So, aber im ersten Schritt ist das in Deutschland ist es ein Virtual Stock Option Plan. Ja, das ist ein Framework Agreement, das kriegst du von uns. Das ist so designed, dass das alles wasserdicht ist und das musst du intern eben abschließen. Damit sagst du eben, okay, 10% von meinem Unternehmen sind für die Community reserviert und das läuft über eine Virtual Stock Option Plan, also eine wirtschaftliche Beteiligung. Und die kann ich dann digital eben ausgeben an alle möglichen Mitwirkenden. Ob es jetzt ein Freelancer ist oder ein Mitarbeiter wie im klassischen Sinne, ist egal. Ja, und da über die API kannst du es halt verknüpfen mit deinen etablierten Steuerungssystemen. Also ob es jetzt dein OKR-System ist oder dein Salesforce, dein Pipedrive, dein HR-System, ist ganz egal. Da steht dann drin, keine Ahnung, Nutzer hat Nutzer empfohlen oder du hast irgendwie dein Sales-Target erreicht oder du hast dein du hast irgendwie einen neuen Mitarbeiter empfohlen, den wir angestellt haben. Deswegen triggerst du eine Token-Erstellung bei OwnCo und der Mitarbeiter kann sich dann einwählen in seinen OwnCo-Account und sieht, okay, ich habe hier einen RSU-Token oder VSOP-Token bekommen und kann den später mal einlösen gegen Exit-Proceeds zum Beispiel. Ich meine, VSOPs sind ja auch in der Startup-Bubble nichts Neues. Das hat sich ja seit Jahren etabliert als Incentivierungsvehikel für Mitarbeiter. Wenn jetzt die kritische Stimme sagt, okay,
cool, dass ihr das tokenisiert, aber was bringt mir das? Ich könnte ja direkt einfach VSOPs ausschütten. Kannst du uns vielleicht da nochmal abholen, wo wirklich der Vorteil darin liegt über die Tokenisierung und vielleicht auch vom Ablauf her, ob ich dann sage, okay, X amount of VSOP und je mehr Tokens wir ausschütten, umso weniger ist jeder Token auch wert, oder wie kann ich mir vorstellen, wie das auch dynamisch angepasst wird? Klar, also die User Experience ist bei weitem besser, als wenn es eben irgendwie über den klassischen Weg geht. Ja, ESOP ist ja relativ umständlich, administrativ und auch nicht wirklich gedacht für Freelancer oder Mitwirkende, die irgendwie flexibler mit dir zusammenarbeiten. Ja, und eben vom Grund auf nicht dafür designt. Und was Kunden an Onco lieben, ist eben, dass das von Grund auf eben designt ist für die Arbeitswelt, wie du sie heute kennst. Ja, also du kannst eben sagen, ich möchte Anteile an einem Team, an einem Produkt, an einem Projekt erstmal digital definieren. Ja, also eine Ownco ist ja ein Container für, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Marketingprojekt und da mache ich eine Ownco draus. Und daran verknüpfe ich jetzt Real-World Assets, ja, also Excel plus Sheet zum Beispiel. Und jetzt kann ich die digital verteilen. Alle können das einsehen, alle können sich da drum hinsetzen und sagen, okay, wie wollen wir das denn verteilen? Das ändert einfach die gesamte Dynamik im Unternehmen. Ja. Und das Digitalisieren des Prozesses reicht erstmal im ersten Schritt. Ja. Und da ist noch keine Nachfrage da für diese ganzen, sag ich mal, eher komplexen Web3-Use-Cases wie Tradability. Das will tatsächlich noch keiner. Ja. Von daher ist es einfach eine bessere Lösung als ein klassisches, traditionelles System, was eben nicht die User-Experience hat, die Kunden wollen. Unglaublich spannend. Und was immer gut ankommt, auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist so ein bisschen ein konkretes Beispiel mitzubekommen. Und vielleicht können wir das gerade bei mir anwenden. Und bei mir ist so ein Painpoint, ich habe da auch mit Timo Springer dazu mal zum Thema DAO gesprochen, das war so Schlagwort Service DAO, wie kannst du aus einer Agentur irgendwie eine Incentivierungsstruktur schaffen, dezentrale Projekte umsetzen und die Leute dann so belohnen für die Arbeit, die sie auch geleistet haben. Ich habe eine Agentur und ich habe noch jetzt vielleicht ein Side-Project wie einen Kurs, den ich aufbaue oder vielleicht ein kleines Tool, was wir bauen. Kannst du mir vielleicht ein Beispiel geben, wie ich jetzt Ownco nutzen könnte, um zum Beispiel jetzt meine Copywriter zu entlöhnen und die Person, die den Kurs noch mit aufbaut? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sage ich jetzt, hey, ich definiere vorab 10% Umsatzbeteiligung von dem, was der Kurs generiert, gebe ich jetzt an das Projektteam des Kurses ab und das tokenisiert ihr. Hol uns vielleicht mal kurz ab oder lass uns mit mir kurz durchspielen, so konkreter Use Case, wie denn Ownco bei mir auch das Team befeuert, das gemeinsam umzusetzen. Ja, sehr gern. Genau, also du kannst quasi in dem Fall sagen, ich möchte jetzt um es ganz konkret zu machen, von der Rechtsform, die ich habe, sagen wir mal, du hast eine GmbH, da möchte ich eben einen Teil von den Assets verwenden, um meine Community zu incentivieren, mir zu helfen. Keine Ahnung, Content zu schreiben. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, liebe Gesellschafter in der GmbH, verwende bitte, wir wollen mit Ownco arbeiten, weil Ownco ist geil und hilft mir eben, den Umsatz zu verteilen oder eben Exit Proceeds oder andere Liquidity Events, so nennt sich das im Vertrag, also Erlös-Events. Und ich kann das ganz einfach verknüpfen mit deren Leistungen. Ja? Also wenn jemand einen Blogpost schreibt, der so und so viel Traffic bringt, kriegt der eben einen Token und der Token hat einen Bezug auf die Assets der GmbH. So, und der erste Schritt ist eben, diesen Case einmal aufzuzeigen, den Gesellschaftern. Wenn du keine hast, dann kannst du das selber durchwinken mit Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren. Ist wahrscheinlich am einfachsten. Und daraufhin kannst du auch schon loslegen. Dann ist Ownco initialisiert und du kannst quasi deine ersten Freelancer einladen durch die in die Web-App. Wir haben eine Community-Page, mit der kannst du quasi dein Unternehmen darstellen. Du musst dir vorstellen, wie eine LinkedIn-Page, bloß besser, weil es offen ist und weil es eben für Contributor darstellt, was sie machen müssen, um Besitz zu gewinnen. Ja, also jeder Ownco hat quasi eine Community-Page, wo du quasi sagen kannst, ich möchte Freelancer incentivieren, wenn ihr einen Blogpost schreibt, der die und die KPIs erreicht, kriegst du eben Tokens. Und all das kannst du über Ownco aussteuern. Ja, und wenn es dann später zu einem Exit-Event kommt, dann ist die Rechtsstruktur dafür da, eben zu sagen, okay, das Geld, was jetzt aus dem Exit-Erlös reserviert war für die Community, fließt dann die aus. Und wenn es ein Revenue-Share-Modell ist, kannst du eben das einmal im Jahr auszahlen anhand von der Token-Balance, die über Ownco eben ausgeteilt wurde. Ja? Also das ganz grob wäre ein Beispiel. Und das, was wir gesehen haben, das sorgt eben dafür, dass die Leute viel motivierter sind, weil sie eben nicht nur Geld kriegen für die Dienstleistung oder weil sie
eben klarer erkennen können, was ist diese, wir nennen das Ownership Journey, die ich durchlaufen kann, ja. Also was ist meine Progression? Was muss ich machen, damit ich irgendwie mehr Einfluss habe oder mehr passives Einkommen oder zusätzliches Einkommen? Ja. Ich habe vielleicht ergänzend dazu, ich hoffe, ich darf das sagen, ich war ja heute Morgen schon in einem Call und da wurde mir so ein bisschen die Plattform, also das Tool wirklich mal vorgestellt, also wie das aussieht. Und ich muss zugeben, ich bin sehr positiv überrascht, wie simpel es ist und wie cool. Auch ein Stück weit Gamification damit dabei ist. Und damit meine ich eher, dass du hast ja einmal die Admin-Seite, das wären jetzt beispielsweise so Marvin mit seiner DAO-Struktur oder wir jetzt ja. Mit unserem Fund. Und auf der anderen Seite hast du eben die Contributor-Seite. Und das ist super easy, zumindest scheint es so, für den Contributor zu sehen, das sind die Goals. Also irgendwie habe ich so einen OKR-Mechanismus erkannt, den ihr euch da aufgebaut habt. So, das sind die Main Goals und das sind die vereinzelten Tasks, in Anführungszeichen, die man als Contributor erledigen muss, machen muss, je nachdem, ob man es beweisen muss oder nicht, kann man auch auswählen. Und dann kann ich X Amount of Token dabei sammeln. Und da hast du ja eigentlich immer im Überblick, als Contributor habe ich jetzt bei den verschiedenen Companies, wo ich eben contribute, diese Token gesammelt. Und ich finde, das hat mir heute Morgen tatsächlich erst so richtig die Augen geöffnet, wie einfach es ist, als Contributor eben vielleicht auch einfach, also das sind für mich so die ersten Schritte in Richtung von dem, was eine DAO eigentlich sein kann und sollte, dass du vielleicht nicht nur an einer DAO teilnimmst, sondern sagst, hey, ich interessiere mich irgendwie oder ich kann mit dem Skillset und dem Netzwerk, den ich als Contributor habe, drei verschiedenen Unternehmen helfen, die jetzt beispielsweise auf der OnCo-Plattform sind und kann überall meine Incentivierung nutzen beziehungsweise incentiviert werden, mich da auch einzubringen. Und das war für mich wirklich so, da habe ich es erst richtig verstanden. Und das finde ich halt richtig geil, nur so als kleines Feedback auch. Ich meine, wir müssen uns das ja auch anschauen, wir benutzen das auch, aber fand ich echt schon cool und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das auch bei einer etwas breiteren Masse ankommt und vor allem, wie es bei den Leuten ankommt, die vielleicht vorher nicht unbedingt den Blockchain-Token-Bezug haben, sondern einfach nur verstehen und darüber sprechen wir ja auch sehr oft, das macht Sinn, das ist der Use Case, hier geht es jetzt erstmal nicht darum, groß zu traden und groß Geld zu verdienen, in Anführungszeichen, sondern das macht einfach Sinn, diese Technologie jetzt auf dieser Ebene zu benutzen. Also wirklich sehr, sehr geil. Cool. Ja, mega. Vielen, vielen lieben Dank für das Feedback. Und ja, das weißt ja, das einfach zu machen, dauert halt. Ne? Also wir haben echt viel Zeit reingesteckt und viel überlegt. Aber freut mich wirklich sehr, dass das so rüberkommt. Und das Team hat da echt super Arbeit geleistet, muss man einfach sagen. Ja. Zusammen mit den Kunden. Richtig gut. Das heißt, ich kann wirklich auch verschiedene Own-Codes für verschiedenste Bereiche innerhalb der Firma definieren. Das heißt, als Agentur kann ich für jedes Kundenprojekt gegebenenfalls ein Own-Code Group erstellen und sagen, hey, das sind die KPIs. Wenn ihr die nochmal hittet, gibt's nochmal einen Bonus on top of the fee, die wir den Team sowieso bezahlen. Makes sense. Das klingt eigentlich wirklich so wie die Produktisierung der Idee, die ich mit Timo Springer dazu mal im Podcast besprochen habe. Und da war ich richtig hyped und habe so gesagt, ey, ja, wie geil wäre es denn als Agentur, so verschiedene Contributor, Freelancer, Vollzeit auch eine Upside zu geben. Die werden selber zu Marketingkanälen für die Firma, für die Brands und da auch Sonderprojekte aufzugleisen. Und das scheint eigentlich so jetzt das Produkt zu sein, was das eben auch ermöglicht. Also für Dienstleister ist das sicher mega spannend. Also eben, ich habe jetzt gerade den Agentur-Case bei mir genannt. W3 Fund, könnt ihr dazu was sagen, Vicky, wie ihr OwnCo für euch als Fund, also als VC nutzt? Dann können wir vielleicht hier so zwei, drei Industrienbeispiele nennen, wie eben Tokenisierung auch eingesetzt wird. Also bei mir Contribution equals Upside für Projekte als Dienstleister, B2B-Use-Case, mega spannend. Wie sieht es bei euch aus, Vicky? Kannst du da was zu sagen? Ja, ich muss mich in meiner Sprache vorsichtig ausdrücken. So habe ich das zumindest heute gelernt. also im Endeffekt möchten wir Teile des Ökosystems vom W3 tokenisieren, wie jetzt beispielsweise, also wir werden das sehr, sehr wahrscheinlich an Teil von unserer Carry poolen, dass wir einfach sagen, wir tokenisieren einen gewissen Teil unserer Carry und all diejenigen, die auf verschiedenen Goals oder Goals, die wir vorher setzen, ihren Beitrag leisten, die bekommen dann eben diese Tokens ausgeschüttet. Ich würde jetzt einfach vermeiden wollen, da zu sehr ins Detail zu gehen, wie diese Goals aussehen mögen. Ich muss einfach nur sagen, ich hatte heute Morgen das Learning, dass wir das rechtlich alles noch in unserer Aussprache anfeilen müssen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wo es am Ende heißt, oh nein, wieso hast du das jetzt so gesagt? deswegen da lieber vorsichtig, aber long story short,
Wir möchten eben auch als Web3-basierter Fund Leuten die Möglichkeit geben, und wir haben ein großes Netzwerk in irgendeiner Art und Weise, wenn sie uns denn schon unterstützen. Und das machen die meisten sowieso schon, aber wirklich auch, ich sag mal, auf dem Papier oder auf dem Tool, in einem Tool die Möglichkeit geben, dass sie auch wirklich sehen oder dass sie daran partizipieren können, wie wir uns weiterentwickeln. Und das eben auf Basis von Token, die an irgendeinen bestimmten Betrag dann wahrscheinlich gebunden werden, so wie es dann langfristig aussehen wird. Makes sense. Also B2B-Dienstleister mit dem Team, was Projekte umsetzt. Wir haben Fund, der gegebenenfalls Tokens an die Carry bündelt, je nachdem, wie viel jemand auch contributed zum Fund und zum Ökosystem in dem Kontext. Sascha, hast du vielleicht noch ein drittes Beispiel aus einer anderen Branche, wie Tokenisierung sinnvoll eingesetzt werden kann? Ja, also ein paar von unseren Launch-Kunden verwenden das, also Marktplätze und Plattformen verwenden das für unterschiedliche Nutzerbindungsziele. Ja, also zum Beispiel, wenn ich, wir haben Stay Altered, das ist eine Hotelplattform, also ein Airbnb für das im Besitz von der Community ist, bauen die auf, super, super Team, super Firma, und die haben 5 Gruppen, ja, an Mitbesitzern sozusagen. Und ich gebe nur ein Beispiel, da geht es eben darum, die Reisenden zu incentivieren, neue Hotels an die Plattform mit anzuschließen, ja, oder zu empfehlen. Und das heißt, jedes Mal, wenn ein Nutzer quasi ein Hotel empfiehlt und das geonboardet wird, kriegst du quasi Mitbesitz an den Umsätzen von dem Hotel, ja. Und das ist ein Beispiel. Aber prinzipiell kann man sagen, ich meine, es macht ja einfach, es ist moralisch ja sowieso extrem sinnvoll, Ungleichheit zu reduzieren. Ja, versuch mal mit deiner Gucci-Handtasche durch einen Favela zu laufen. Dann wirst du merken, dass das moralisch und ethisch einfach sinnvoll ist, das zu tun. Und es macht aber auch wirtschaftlich Sinn. Ja, weil wenn du alle zu Unternehmern und Miteigentümern machst, dann hast du einfach ein viel motivierteres Team, ja. Und weniger Kopfschmerzen in allen anderen Bereichen. Also von daher ist das prinzipiell eine super wertversprechende Mitarbeiterbeteiligung. Und ich finde eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, auch in dem, wie ihr euch ausgedrückt habt. Ich bin über so einen LinkedIn-Post gestoßen. Vor 6 Tagen wurde der gepostet. Und da habt ihr so 3 Punkte benannt. Einmal grow faster and with less customer acquisition costs. Improve loyalty and retention and get the best contributors. Und ich glaube, das ist psychologisch, vor allem der erste Punkt, total spannend, dass du dadurch eben durch diese Motivation, die die Leute haben, was auch immer du für eine Unternehmensstruktur hast, sich an diesem Projekt zu beteiligen, das sind dann ja auch meistens die Leute, die es nach außen tragen und so ein bisschen eine Art Brand Ambassador sind. Und das hat eigentlich so aus der Erfahrung heraus den größtmöglichen Netzwerkeffekt. Und irgendwie klingt es ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Irgendwie alle profitieren davon. Und es ist nicht nur so, dass du in irgendwelche shady Deals verwickelt wirst als Contributor, sondern wirklich da auch am Unternehmen partizipierst, wie auch immer das dann aussehen mag, immer für jedes individuelle Beispiel. Ja, genau. Ja, die 3 Use Cases sind auf jeden Fall die wir am rausschärfen konnten, weißt du? Customer Acquisition Cost, das sind ja eher kommerzielle Produktargumente, und die machen einfach Sinn. Ja, aber das finde ich ja trotzdem, das ist, ich fand das schon sehr, sehr smart ausgewählt tatsächlich und auch sehr easy runtergebrochen. Ja. Aber ja, also ich meine, überleg mal, du gibst denen, die Wert schaffen, Upside und eine Incentivierung, dass sie noch mehr Wert schaffen. Im gleichen Zuge haben sie aber Interesse daran, dass die Marke drumherum auch wächst. Das heißt, sie werden zu eigenen Marketingkanälen für die Marke, an der sie Upside haben. Und gleichzeitig die dabei sind, hältst du auch an dir, weil sie langfristig Interesse daran haben, dass du weiter wächst, statt dass sie irgendwie das Projektgeld einsammeln und weitermachen. Also es macht nur Sinn. Und die große Challenge für mich war immer irgendwie von dieser Idee jetzt auch in die Umsetzung zu kommen. Eben aus den letzten Gesprächen zum Thema Service DAO, und das macht es greifbar. Das heißt, ich freue mich auch auf einen Call mit Harry von deinem Team dazu, wie das vielleicht auch im Agenturgeschäft implementiert wird. Eine Sache, die ich mich noch frage, ist so ein bisschen, du hast gesagt, Salesforce-Integration. Ich meine, damit das auch sauber funktioniert, brauchst natürlich auch sauberes Tracking. Und ich kann mir jetzt bei mir zum Beispiel vorstellen, dass es halt eine Challenge ist, auch zu tracken, okay, du hast einen Blogpost geschrieben, ist das wirklich so? Und also das braucht ja sauberes Projektmanagement. Ist das ein Problem, was ihr auch löst? Ist das was ihr voraussetzt, dass das auch funktioniert? Wir nutzen Notion, andere nutzen Asana. Wie tracken wir denn wirklich auch die Kontribution und gucken, dass diese Daten auch sauber, transparent und fair getrackt werden? Ja,
Also wir lösen das Problem so, dass wir sagen, wenn du eine Definition von Leistungserbringung hast, also eine KPI, ein OKR, in einem externen System kannst du es über API mit unserem verknüpfen. Ja, also ganz einfach zusammenklicken und sagen, wenn das erreicht wurde, dann kriegen wir ein Signal von Salesforce, das wird an OwnCo geschickt und der Token wird automatisch erstellt und ins Wallet vom Nutzer geschickt. So, das ist die technische Implementation, ja. Und da kriegst du natürlich saubere Daten übermittelt. So, aber was die eigentliche Herausforderung ist, ich glaube, darauf willst du hinaus, und das ist eine super Frage, ist ja, wie definierst du denn tatsächlich Wert? Ja, und das ist die Krux, ja, zu sagen, was ist denn Wert? Ja, und da haben wir natürlich etablierte Methoden und Gedanken dazu, ja, die verwenden wir alle, wie OKRs oder KPIs. So, und jetzt haben wir aber ein bisschen neuer denkende Kunden, die natürlich sagen, hey, sag mal, ist es sinnvoll, irgendwie mein Sales-Team so zu managen, zu sagen, wie viel Net Connected Calls machst du jeden Monat? Und wenn du mir 100.000 Euro Umsatz reinbringst jedes Quartal, dann ist das genauso viel wert wie vielleicht 80.000 Euro Umsatz, aber von Kunden, die eben keine Waffen verkaufen oder was weiß ich. Ja, also wie ich Wert definiere, das ist natürlich eine kontextuelle Sache, eine soziale Sache, eine kulturelle Sache, und das gehen wir momentan noch nicht an, aber ich glaube, für das gesamte Web3-Universum, ja, also alles, was mit Krypto zu tun hat, alles, was im Bereich DAO-Tooling ist, alles, was im Bereich Ownership agiert, das wird extrem relevant. Also wie finden wir eine neue Sprache und einen neuen Weg, Wert zu definieren und zu messen? Ja, weg von Gross Domestic Product, weg von KPIs, OKRs und so weiter, hin zu neuen Arten und Weisen. Aber das ist ein Riesenthema, was wir noch nicht angehen. Also Stand heute, wir nehmen deine KPIs, die kriegen wir sauber, da kriegen wir saubere Signale, die gehen an unser System und dann wird quasi performancebasierte Token ausgegeben. Ja. Geil. Und auch dieses System, du hast gesagt, du siehst eine Zukunft mit nicht nur großen Corporates und zentralisierten Firmen, sondern eher kleinere Teams, die das gemeinsam umsetzen und die alle eine Upside haben. Und das ist auch ein Thema, wo ich viel drüber nachdenke, was ist denn die Zukunft der Arbeit? Und es gibt den Begriff SWAT-Teams, der immer mehr rumgeht. So, du hast ein kleines Team, was jetzt zum Beispiel auch künstliche Intelligenz nutzt und viel effizienter arbeitet, aber dafür auch Upside hat am Erfolg, den sie generieren. Wie siehst du so die Entwicklung der Firmen? Also glaubst du wirklich, es wird immer mehr kleinere Firmen geben, die nach diesem Modell arbeiten? Und wie siehst du vielleicht dann auch so die Entwicklung von OwnCo als Firma und wie ihr eure Teams aufbaut? Ja, super Frage auch. Genau, also bin ich deiner Meinung, das wird sich auf jeden Fall immer mehr in diese Richtung bewegen, dass eben diese großen monolithischen Konzerne werden halt immer kleiner. Ja, heute hast du halt den Trend Gigwork und Freelancer Economy. Das wird sich aber noch verstärken. Ja, du wirst eben Leute haben, die immer sporadischer zusammenkommen, an kleinen Projekten arbeiten und dann wieder auseinandergehen. Ja, also du brauchst eben eine Organisations- und Unternehmensstruktur, die eben viel fluider ist und wo das Onboarding und Offboarding von Talenten einfach viel smoother funktioniert. Ja, und das heißt, wir müssen eben Compensation und Besitz neu denken. Ja, eine Vesting-Klausel auf 4 Jahre macht einfach keinen Sinn mehr. Ja, du musst eben, das muss alles neu gedacht werden. Also ja, ich denke, das wird sich alles in Richtung Mikrofirmen, so nennen wir das, Micro-Companies hinentwickeln. Dafür ist OwnCo hoffentlich eine solide Infrastruktur, die dann sich aber auch zusammen koordinieren können. Ja, also was früher eben ein Sales-Team in Nike war, kann er jetzt rausbrechen und ein Sales-Team werden für Nike und für Adidas. Ja, also als neues Konstrukt. Und dann hast du eben unterschiedliche Sales-Teams in dieser Fashion-Industrie, die dann zusammenkommen können als DAO. Ja, und die kreieren dann eben auf einen gemeinsamen Pool an Geld und Tokens, den sie verwenden, um, keine Ahnung, Shared Services für sich zu entwickeln. Ja, und agieren dann als Netzwerkorganisation. Also das ist so mein großer Wunsch, dass wir halt helfen, großen Firmen, kleine Teams brechen raus, werden besitzergeführte Unternehmen, und die können sich dann wieder zusammentun als neue Netzwerkorganisation. Und ich glaube, da so wird quasi Krypto zu das Wirtschaftssystem verändern. Nicht Nike wird jetzt zur DAO. Ja, das wird einfach nicht passieren, sondern du wirst eben kleine Teams haben, die sich neu organisieren, und diese kleinen Teams können sich dann neu zusammentun als DAOs. I think that's the most likely. Ja. Ja. Das heißt, es könnte auch sein, W3 Fund im Web3 und Notus im Agency Content Game, und jetzt irgendwie sagen wir, hey, wir machen jetzt auch mal einen neuen DAO oder eine neue Zusammensetzung, wo wir Services für Web3 Firmen zusammenschließen und über Tokenisierung dann die Upside teilen. Geil. Genau. Ja. Ja. Cool, okay. Das ist nochmal ein anderer Denkanstoß, wie sie auch Firmen jetzt kollaborieren können über dieses Konstrukt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Genau.
Ja, genau. Also ich denke, da in die Richtung wird es gehen, ja. Und das wollen wir eben vorantreiben. Aber wir sind so langfristig visionär, aber pragmatisch eben, weißt du? Wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten 10 Jahren, und da waren viele Fehler dabei, dann ist es eben, man muss eben pragmatisch bleiben, aber die Vision nicht aufgeben. Also das ist so die Methode, die wir fahren, ja. Und wie viel da drin ist denn Community Management versus Upside und Tokenisierung? Weil ich meine, du willst die Leute auch aktiv halten. Ihr habt ja auch ein Community-Feature in der Plattform, um die Community zu hosten. Ja. Es gibt Discord, es gibt irgendwie Ethermail und immer wie White-Label-Solutions. Es gibt Slack. Also wie viel Community-Aspekt ist da dabei und wie hängt Community auch mit so Marktplatz und Tokenisierung zusammen? Das ist eine gute Frage. Also wie inwiefern wir quasi so in den Bereich Community Management mit einsteigen, ja. Mhm. Ich meine, da tut sich so viel, genau wie im DAO-Tooling-Bereich, ja. Wir konzentrieren uns einfach auf diese Ownership-Journeys, also zu sagen, wie hilfst du dem Kunden überhaupt erstmal die ersten Schritte zu gehen, Besitz zu teilen, zu definieren, was teile ich und wie viel teile ich. Und dann ist der erstmal auf der Plattform, hat den ersten Schritt getan und von da werden wir uns dann vom Kunden führen lassen. Unsere Vision, langfristige Vision ist solide genug, ja. Ob die uns jetzt in Richtung diesem Kunden zu folgen, ja, den Kundenwünschen dann zu folgen, ob die uns in Richtung Community Features leitet oder Governance Features oder was weiß ich, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall 3 Bestandteile im Produkt haben. Das eine ist eben Besitz, das andere ist Governance und das letzte ist eben Wertedefinition, ja. Und die 3 Dinge werden auf jeden Fall da sein. Also du musst irgendwie Ziele setzen können, du musst einen gemeinsamen Pool an Ressourcen haben, an Assets und du musst es irgendwie steuern können. Ja. Also die 3 Bestandteile werden da sein. Inwieweit wir da irgendwie ein komplettes Governance-Feature bauen, das ist unwahrscheinlich. Oder ein komplettes Kontosystem ist auch unwahrscheinlich. Ich denke, das wird eher in Richtung API gehen. Als, Verstanden. Interface. Okay, dann letzte Frage, die ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen möchte. Und zwar, wir haben ja schon mal vorher gesprochen, Sascha, zum Thema Ownership und dass ihr das natürlich auch selbst lebt. Kannst du vielleicht auch Nugget droppen oder sagen, inwiefern ihr Ownco by Ownco implementiert? Ja, sehr gerne. Das haben wir noch nicht so konkret kommuniziert, aber 30% von unserem Captable werden wir für die Community freimachen und das ist auch schon reserviert. Was, glaube ich, für ein VC-finanziertes Unternehmen extrem viel ist, ja. Extrem viel. Und die 30% werden wir in zwei Dinge investieren. Einmal eben in das Incentivieren von Mitwirkenden. Ja, also klassisch die 3 Use Cases, die wir auch auf der Website auflisten. Also Grow Faster, Reduce Customer Acquisition Costs. Das sind so sogenannte externe Sales Nodes oder Mitwirkende, die eben uns helfen, Umsatz und Market Adoption reinzubringen. Dann hast du eben Retention, Loyalty, ja, also Kunden, die länger bleiben, Kunden, die helfen, andere Kunden onzuboarden und dann eben, ja, wahrscheinlich noch, wollen wir noch nicht ganz sagen, aber diesen Netzwerkorganisationsgedanken voranzutreiben, ja, dass eine neue Node in unserem Netzwerk eine weitere Node ins Leben ruft, ja, also wir wollen quasi dezentral skalieren über eine Token-Ökonomie. Das wird also diese 30% werden momentan sind die Teil der GmbH, die werden wir aber an die Community eben ausgeben und hoffentlich da unseren eigenen Spin von DAO launchen in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Ja. Eat your own dog food. Da werden wir auf jeden Fall beobachten, wie er das umsetzt, das Playbook. Was steht als nächstes an bei euch, Sascha? Was ist auf der Roadmap? Ihr habt jetzt die erste Kohorte, knapp 10 Firmen habe ich hier gesehen, vielleicht noch ein paar mehr. Was ist auf der Roadmap bei euch? Kundenakquise weiterhin, also Kundenprojekte erfolgreich umsetzen. Wir schauen uns gerade noch ein paar neue Legal Bridges an, also quasi die Brücke zwischen Off-Chain Assets und Tokens. Ja, wir haben ja RSUs und VSOPs. Wir werden wahrscheinlich Co-Ops, also Genossenschaften heißt das in Deutschland, glaube ich, noch enger integrieren. Das macht einfach Sinn. Und das für uns einfach eine weitere Legal Bridge, dass du sagen kannst, okay, Co-Ops können integriert werden und dann eben Anteile einfacher teilen, wenn sie eben zusammen mit einer GmbH als ein Unternehmen geführt werden. Und ja, einfach die Kundenbasis vergrößern. Und
den Token weiter vorantreiben und dann sicherlich irgendwann in der Zukunft ja nochmal Wachstumskapital aufnehmen. Mal schauen. Ja. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Masterplan, ja, wenn du mich fragst. Und jetzt, Sascha, alle haben zugehört und denken sich, boah, klingt so geil, die Idee, erste Kohorte ist auch schon draußen, kann ich das irgendwie bei mir auch implementieren, ist es das richtig oder nicht? Was ist der Call to Action? Das ist jetzt dein Moment, Sascha, uns zu sagen, wie wir dann auch hier das Ganze vorantreiben können, sei es Ressourcen oder halt wirklich konkret auch so Outreach an euch, Kontaktaufnahme. Mega. Ja, entweder direkt bei mir oder bei Harry oder beim Team melden. Und was wir, die Kunden, mit denen wir am liebsten arbeiten gerade, die auch am meisten Spaß mit uns haben, sind Marktplätze und Plattformen, Post-Series A, die schneller wachsen wollen, die ihre Community enger an sich binden wollen und dafür eben ein einfaches Tool suchen, was eben digital Besitz, Verteilung möglich macht. Ja. Cool. Und euch, dich oder Harry findet man wo am besten? LinkedIn nehme ich an oder wie sieht's da aus? Genau, LinkedIn ist der Kanal, der für uns am besten passiert. Da passiert unsere meisten Gespräche. Wir sind auch auf Twitter alle, aber Own Co., also Own Company als ein Wort, .org, .organization ist die URL. Und da gibt's einen einfachen Call to Action. Clean. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn das für euch spannend klingt. Und jetzt, Rapid Fire, Sascha, wir lassen dich noch einmal in den heißen Hocker rein und dann sind wir auch durch. Ja. 5 schnelle Fragen, gerne einfach aus dem Bauch heraus rausschießen, was dir als erstes in den Sinn kommt, und würde direkt rein starten mit 5 schnellen Fragen. Erste Frage, Sascha: Welches Projekt oder Trend im Web3-Space ist überbewertet? Friends with Benefits finde ich extrem gut. Geil. Willst du trotzdem, okay, du hast es jetzt direkt gesagt, aber ich würde trotzdem gerne noch kurz eine Begründung dazu hören, weil ich lieb's, wenn ich etwas höre, was ich nicht erwartet hätte. Wie ist das so aus der Blockchain? Was ist los? Das ist so aus der Blockchain, ja. Ich bin ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch so aus Mitglied bin, aber ich glaube, ja. Zumindest war ich großer Fan davon. Es geht bei der Aussage nicht so sehr um Friends with Benefits, einfach nur um die logisch gedacht, wenn du einen exklusiven Club hast, kannst du den halt nicht öffnen. Ja? Also das skaliert halt nicht. Ich glaube, mit diesen Local Memberships, die jetzt rausgebracht haben, die ja auch noch zum Teil auch noch teurer sind, wenn ich das zuletzt recherchiert habe, das fand ich eben ein bisschen, I don't know if it's gonna scale, ist einfach die Aussage. Ja? Das ist schwierig, glaube ich. Und von daher, glaube ich, ist es ziemlich überbewertet. Aber mal schauen, wo die Reise hingeht für die DAO. Geil, nee, das ist doch cool. Einfach aus dem Bauch heraus habe ich auch nicht mitgerechnet. Ehrlich gesagt auch lange nicht mehr mitbekommen, ja, von Friends with, ja, Benefits. Aber es ist ja die Rapid Fire, darum machen wir jetzt nicht nochmal eine komplette Folge um Friends with Benefits, sondern gehen zu Frage 2 über. Was für Hobbys verfolgst du außerhalb von Web3? Top 3 Hobbys? Ich lese verdammt gerne, das ist, hört sich wahrscheinlich so bescheuert. Ich war früher aber extrem Sportler. Also ich war Free Solo, Kletterer, Kletterlehrer, ah, Alpinklettern, okay, Bergsteigen. Also, und jetzt mein neuestes Hobby ist, was ich aktiv auch umsetze, ist Surfen. Einfach ein Traum. Ach, ja. Traum. Ja. Geil. Ja, wirklich. Ja, gibt nichts Surfen besser. In Brasilien. Ja, genau. Ich mag Sportarten, wo die Equipment zu Spaß Ratio, wo die halt richtig ist, weißt du? Also wenig Equipment und viel Spaß. So Tauchen ist nichts für mich, weißt du? Okay, verstehe. Ja, Surfen in Brasilien, Web3 Startup aufbauen im Bambushaus bei strahlender Sonne, das ist doch ein Leben. Ich muss noch Follow-up, das ist jetzt eine spontane Rapid-Fire-Frage. Wenn du ein Buch verschenken könntest an Gäste, so, oder ein Buch aus dem häufigsten verschenken würdest, was würdest du verschenken? Managing Chaos and Complexity, das ist ein Systemtheorie-Buch. Und wenn du im Web3-Bereich arbeitest, ist es auf jeden Fall ein essentieller Read, ist aber so ein bisschen ein Geheimtipp. Der hat mit Akkoff zusammengearbeitet. Ja, empfehle ich jedem Mitarbeiter. Das Systemtheorie generell, wenn du dein Leben besser machen willst, wenn du besserer Manager werden willst, bessere Person, Systemtheorie von vorne bis hin. Die meisten, die da Empfehlungen rausgeben, das ist so oberflächlich, Donella Meadows zum Beispiel, das kennt man vielleicht noch. Aber so Managing Chaos and Complexity bei, das ist meine Bibel, kann ich in den Shownotes dann nochmal rumschicken. Die Fifth Edition oder sowas, ja. Darum liebe ich diese Rapid Fires.
ab in die Kindle-Wunschliste. Ja. Lieblingsprojekt, Web3-Projekt 2022, was dich am meisten beeindruckt hat? Ich glaube Kosmos. Das Kosmos-Ökosystem finde ich mittlerweile echt spannend. Weiß nicht, ob das jetzt ein DAO ist, ist kein DAO-Projekt, aber Kosmos macht ja diese Upchains. Ja, genau. Finde ich super spannend, wo sich das hinentwickelt. Ich glaube, es ist noch extrem früh, so als Ethereum-Alternative. Aber ich als Netzwerk-Freak finde das sehr vielversprechend, was sie da bauen als Infrastruktur. Kosmos, GG, ja. Ihr habt es in die Rapid 5 oder 6 geschafft mit Sascha. Eine Person, der man unbedingt auf Social Media folgen muss. Top-Follow. Oh, that's a good one. Wem folge ich? Also ich... Auf Twitter bin ich einigermaßen aktiv. Ich finde VC-Brags finde ich super. Aber am besten in VC-Brags, am besten finde ich einfach Said von Holzbrink Ventures. Oh, der Typ ist okay. So lustig. Ja, ja, folgt ihm auf Twitter. Auf Twitter, ist okay. Einfach, jeder Tweet ist 10 out of 10. Wirklich Wahnsinn. Also wenn er mal leichte Kost wollte. Ey, man verbraucht auch einfach nur leichte Kost. Auf jeden Fall, wir sprechen hier von Incentivierung und Tokenisierung. Wir brauchen aber ein bisschen einfach Memes. Okay, Said, letzte super, Frage. Ja. Welche Branche ist die erste, die von OwnCos Ansatz profitieren wird, die das als erstes adaptieren wird? Boah, das ist eine gute Frage. Also die quasi jetzt nicht als erste draufspringen, aber erste größere Branche, ist hoffentlich so alles, was in Richtung Loyalty-Programme geht, also Loyalty 3.0, nennen wir das, cool. Das eben nicht NFT-basiert ist, sondern in deiner eigenen Community umgesetzt. Ja. That's it. Das waren doch wirklich spannende Antworten. Du hast den heißen Sessel überlebt und ja, bin ich auch froh, dann können wir auch jetzt das Onco-Thema auch noch angehen. Und genau. Ja, danke für die ganzen Nuggets, Sascha. Vicky, hast du irgendwie noch final words für Sascha, für die Session, bevor wir hier dann auch das Wrap-up machen? Nichts hinzuzufügen, außer dass ich ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, das waren die interessantesten Rapid-Fire-Antworten, die wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast, aber du hast eine echt große Variety mit reingebracht. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Buch, was ich mir anschauen werde. Ich habe einen neuen Twitter-Account, den ich jetzt followen kann. Für Humor stehe ich sowieso, das ist ganz cool. Deswegen, super. Nee, also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Wir werden ja sowieso noch viel miteinander zu tun haben. Find's aber interessanterweise trotzdem so nochmal cool. Ich meine, wir haben persönlich, glaube ich, so in der Form noch nicht gesprochen. Ich kenne Onco, ich meine, ich bin ein Teil des W3-Fans. Aber so jetzt nochmal zu hören, wie es sich auch langfristig für uns entwickeln kann und wie wir davon profitieren. Ich glaube, Marvin ist auch ganz angetan von der Idee. Wirklich eine sehr, sehr, sehr geile Session, wo es einfach Spaß gemacht hat, dir zuzuhören, wo man auch wirklich das Gefühl hat, hoffentlich, dass du weißt, wovon du sprichst. Das Gefühl hast du uns zumindest gegeben und dementsprechend freue ich mich auf alle, die sich das dann jetzt auch zeitnah anhören können oder anschauen können. Das freut mich. Ja, stimmt, das wusste ich gar nicht. Hemd angezogen. Nee, bloß nicht. Ich freue mich mega, mit euch zu arbeiten und danke für die Möglichkeit, mit euch sprechen zu dürfen und auch ein Forum zu bekommen und ja, freue mich auf die nächsten Schritte. Yay. Mega. GG, let's go. Cool, let's do it.